Derby in München. Holger Seitz, Bayern-Amateure gegen Alexander Schmitz, Türk Gücü. Und die kamen mit zwei Neuzugängen. Leihgabe Lukas Röser vom 1. FC Kaiserslautern und Sebastian Mayer. Den haben sie aus Bochum aus der 2. Bundesliga verpflichtet. Beide gleich in der Startformation. Die roten Gastgeber gegen die weißen Bayern von rechts nach links im ersten Durchgang. Und nach 12 Minuten mit der ersten Chance. Sararea ist durch gegen Feldhahn und scheitert dann an Ron Torben Hoffmann. Beschwert sich hier, weil er einen Elfer wollte, aber wir sehen in der Zeitlupe, da war nichts. Ansonsten viel Spielkontrolle Bayern. Türkgücü verlegte sich aufs Verteidigen, das machten sie aber richtig gut. Und dann, nach Balleroberung, wie hier von Tosun, sollte es schnell gehen. Und hier ging es auch schnell. Toller Ball von Tosun in Richtung Lukas Röser. Der Neuzugang mit seinem ersten Tor für Türkgücü, Fragezeichen. Nein, Ausrufezeichen, der Ball nur ans Außennetz. Hier mit Köpfchen, dann mit Tempo und dann mit Nachdruck. Das war in der 22. Minute. Alexander Schmitz, Türkgücü in den letzten 5 Spielen. 4-0, nur ein Gegentor, die Defensive. Da haben sie dran gearbeitet und das funktioniert. Bei den Bayern funktionierte wenig, was Chancen kreieren angeht. Und dann auch noch das Ballverlust von Richard Sararea für Sliskovic. Ja, den macht er doch. Nee, den macht er nicht. Minute 28. Tor hätte aber eh nicht zählen dürfen. Lukas Röser mit dem Foulspiel, das hatte der Schiedsrichter übersehen. Deswegen hätte es gezählt. Fast gut, dass er ihn nicht macht, der Sliskovic in dieser Situation. Aber mal ganz ehrlich, bei 12 Saisontoren und so einer Tormaschine, wie er ist, dann macht er den doch eigentlich im Schlaf. Keine Ahnung, was hier los war. Holger Seitz sah, dass seine Bayern gut spielten, sich aber schwer taten beim Herausspielen von Chancen. Eine gab es aber noch vor der Halbzeitpause, 41. Minute. Mal ein schön vorgetragener Angriff, auch bis zum Schluss. Timo Kern, da geht's los, dann Feldhahn, Doppelpass mit Scott, doppelter Doppelpass mit Scott und Christopher Scott dann in die Arme von René Vollert. 5 Minuten vor der Pause, mehr war nicht von den weißen Bayern in Bezug auf Torchancen. Und der Rasen im Grünwalder Stadion in der Halbzeit noch mehr lidiert als schon zuvor. Nach zuletzt ja 3 oberbayerischen Derbys innerhalb von 5 Tagen. Das dritte findet gerade hier statt. Mit Stiller bei der Ecke nach der Halbzeitpause. Und da hinten kommt wieder Christopher Scott. Aber Vollert hat die Fingerspitzen dran in der 51. Minute. Spektakuläre Szene, toller Abschluss von Christopher Scott, der ja 3 Torbeteiligungen hatte in den letzten beiden Spielen, genauso wie Zeiser und Jastremski. Auf der Tribüne der Investor von Türkgücü, Hasan Kifran, sah, dass seine Mannschaft defensiv bombenfest stand. Die Bayern bissen sich die Zähne aus und immer wieder gab es solche Nadelstiche nach vorne von Türkgücü. Hier über Park und in der Mitte ist Sliskovic, aber Lorenz steht im Weg. Der 2 Meter Innenverteidiger der Bayern verhindert die Führung für Türkgücü. Das war in der 69. Minute. Hier der direkte Gegenangriff der Bayern über Maximilian Zeiser gegen Park. Die Flanke leicht abgefälscht, landet am 2. Pfosten bei Stanišić. Aber wieder René Vollert, dieser Teufelskerl. Er hielt die 0 für Türkgücü. Ja, und dann durften die selber nochmal mit dem eingewechselten Nico Goatzel. 77. Minute, der Ball streicht über die Latte und das war es dann auch in diesem Spiel. Ein leistungsgerechtes 0:0. Das war alles in Ordnung. Von hinten raus die Spieleröffnung. Im Mittelfeld war ich zufrieden, da haben wir wirklich sehr, sehr gute Szenen gehabt. Aber wie Sie eben richtig gesagt haben, so die glasklaren Torschancen haben wir dann leider am Ende nicht gehabt. Also ich finde, das war ein Bombenspiel heute von beiden Mannschaften, ja. Offenes Visier, ja, keiner hat sie versteckt. Und ja, schlägt doch kurz und ab. Ich glaube, es war zwar 0-0, aber ich glaube, es war ein sehr attraktives Spiel. Einmal eingeschlagen im Interview, einmal eingeschlagen nach dem Spiel. Alexander Schmidt und Holger Seitz nach diesem schiedlich-friedlichen 0:0. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Türkgücü defensiv bombensicher und die Bayern hatten heute einfach kein Rezept. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.